Also dieser Raum ist überhaupt gar nicht geeignet für das, was wir jetzt gleich vorhaben. Ne? Ich denke, so ähnlich muss das Krippenkinder gehen, die in so einem Raum sind, wo eigentlich man das nicht schmutzig machen darf. Wir leben da jetzt mit, wir haben aber auch drüben den Werkraum noch, wo wir zwischendrin hingehen dürfen. Ich bitte Sie jetzt mal einmal kurz mir zuzuhören und dann die Stühle alle so weit wie es geht zurückzustellen, weil wir dann die Mitte brauchen. Also Sie kennen doch bestimmt, also ich würde gerne so eine kleine Praxiseinheit zum Thema Farbe mit Ihnen machen. Möglicherweise kennen Sie das schon. Ich weiß nicht, ob Sie alles davon kennen. Also, eine kleine Einheit dazu. Und Sie kennen noch bestimmt alle Frederik, ne? Mhm. Frederik die Maus. Und Frederik ist ja, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Sommer, jetzt wäre der schon draußen, ne? Also, Frederik ist ja der, im Herbst die Wörter sammelt, ne? Während seine Mitbewohner alle die Lebensmittel sammeln, sammelt er ja die Wörter und er sammelt unter anderem ja aber auch die Farben, die die dann im Winter brauchen, um lange Zeit bis zum Frühling zu überstehen. Und in diesem Sinne möchte ich Sie jetzt gerne bitten, dass Sie auch Farbensammler sind. Das heißt, ich glaube, es hat gerade wieder aufgehört zu regnen. Ich schicke Sie jetzt einen kleinen Moment nach draußen und Sie sollen draußen bitte Farben sammeln. Und zwar, also kein Müll bitte, sondern Sie sollen in der Natur gucken, was Sie da für Farben finden. Gerne auch mal gucken, was für unterschiedliche Farbtöne, ne? Also im Grün wird es relativ viel geben, so zu gucken, was für Farbtöne finden wir da. Das heißt also real auch etwas mitbringen, ne? Also gucken, welche unterschiedlichen Farben finde ich. Und dann lassen Sie das nochmal so ein bisschen auf sich wirken draußen und gucken mal, was für einen Eindruck von Farben habe ich eigentlich, wenn ich draußen rumlaufe. Ich sage mal ein Beispiel, es könnte zum Beispiel so sein, dass Sie sind jetzt, du bist jetzt gerade ganz frisch verliebt, ne? Bist natürlich nicht, aber ich meine als Beispiel. Als Beispiel und dann sagst du, oh, so tolle Farben, wie hier draußen sind. Und jemand anders sieht die Farben möglicherweise völlig anders aufgrund seiner persönlichen Situation. Das heißt, an der Stelle bitte ich Sie jetzt wirklich mal 10 Minuten einmal nicht mit Ihrer Kollegin über Ihre aktuellen Arbeitsbedingungen zu sprechen, sondern wirklich einmal draußen rumzulaufen, zu gucken, welche Farben gibt es, die zu sammeln und Farbeindrücke mitzubringen. Natürlich nicht in dieser Fülle, wie wir sie jetzt haben. Und natürlich gibt es Schwerpunkte in den einzelnen Jahreszeiten. Wir hätten jetzt natürlich auch wunderbar einfach ein schönes Bild damit gestalten können. Die Grundidee hierbei ist, und das finde ich was ganz Wichtiges für die unter 3-Jährigen, in dem Moment, wo ich das farblich zusortiere, kann ich das deutlicher erkennen. Das ist das gleiche Prinzip wie das der vorbereiteten Umgebung. Das heißt, eine Ordnung ermöglicht mir, Dinge zu erkennen. Und deswegen, das heißt das nicht, dass das jetzt immer so sein muss, aber ist das eine Möglichkeit. Unser Hausmeister nicht aufgehalten. Ja, wunderbar. Das ist ein mit den ganz Kleinen, die ich vorstellen kann, da wäre das sicherlich schwierig, dass man da jetzt einen Kreis so legt. Ne? Das würden Sie sicherlich auch noch gar nicht, möglicherweise würden Sie schon zuordnen, aber das finde ich schon etwas anspruchsvoll. Da finde ich, könnte man das wunderbar so machen, dass man sich so kleine Spanschachteln besorgt, wo man wie Clementinen oder irgendwelches Obst drin ist. Und dann könnte man so eine Reihe damit ja auch machen. Ne? Und da sortiere ich dann die Farben rein. Und das könnte ja zum Beispiel was sein, was da stehen bleibt. Das muss man ja nicht dann sofort ja wieder wegräumen. Und für Sie die Idee oder die Animation, das könnte man jetzt natürlich wunderbar in der Jahreszeit machen. Das heißt, die lassen das eine Zeit lang so liegen, fotografieren das. Und hängen sich das auf. Und dann sagen sie, das ist Sommer Lingen, ne, 2012 und dann machen sie das im Winter nochmal. Und das finde ich ist eine ganz schöne Ergänzung zu dem, was es sonst gibt, zu den Bäumen, wo man so sieht, wie die wachsen. Okay, jetzt haben sie ja auch Farbeindrücke gesammelt. Ne? Sie bleiben auch mal da stehen. Ich erläutere jetzt mal kurz etwas. Ihre Farbeindrücke, die Sie gehabt haben, auf eine Leinwand bringen. Also auf eine Unterlage bringen.
Und dazu sollen sie die Möglichkeit haben, im kleinen Stil, wenn wir so wenig Zeit haben, sich selber Farben zu machen. Wer von Ihnen hat schon mal selber Farben gemacht? Okay, wenn ich mir Farben selber mache, das war so ähnlich wie die Frage mit der Farbe. Also, wenn ich mir Farben selber mache, dann brauche ich auf jeden Fall einen Farbstoff. Das ist relativ logisch. Ne? Und ein Farbstoff könnte zum Beispiel Pigmente sein. Das sind Pigmente, diese staubigen Farbstoffe. Die sind industriell hergestellt, die kann man kaufen. Wenn Sie mit den ganz Kleinen arbeiten, müssen Sie ja immer darauf achten, dass alles, was Sie nehmen, ungiftig ist. Ich kann Ihnen, wenn Sie mich nachher noch daran erinnern, ein paar Hinweise geben, Adressen geben, wo Sie ungiftige Materialien kriegen. Ansonsten, ich habe ja ein Buch zu diesem Thema geschrieben, da stehen lauter Adressen, Hinweise und so weiter. Es gibt inzwischen einige Firmen, die wirklich alles komplett auf Naturbasis anbieten. Diese sind nicht ungiftig. Die habe ich Ihnen jetzt einmal mitgebracht für Sie, weil die Farbpalette da natürlich immer größer ist, wenn die nicht auf die Ungiftigkeit achten. Das sind Farbpigmente, die ich bei Bärfritz gekauft habe. Die garantieren, dass die ungiftig sind. Und ich habe die einfach in diese Streudose reingetan, weil ich gedacht habe, dann können die Kleinen damit helfen, Farbe anzurühren. Ich habe es auch mit dem Salzstreuer probiert, geht nicht. Man braucht also größere Löcher, damit das funktioniert. Das heißt, also Sie könnten jetzt rein theoretisch einfach hier so ein bisschen Pulver nehmen, das in ein Gefäß tun, mit Wasser verrühren. Und jetzt würde ich dann malen. Sie brauchen irgendetwas, was den Farbstoff bindet. Und da ist die einfachste Binderform, Kleister zu nehmen. Noch eine, die ich gut finde, von der ich mal davon ausgehe, dass Sie das wahrscheinlich nicht dürfen. Wäre Quark. Speisequark ist ein wunderbarer Binderstoff. Dazu brauchen wir dann einfach Löffel. Und hier sind Behälter. Ne? Oder das sind meine absoluten Lieblingsfarben, die ich Ihnen sehr empfehlen würde, auch für kleine Kinder, weil ich finde, kleine Kinder sollten durchaus was Qualitätsvolles bekommen. Das ist dann leider aber in der Regel so, dass das teuer ist. Also diese Lascaux-Farben sind die besten, die es gibt. Lascaux ist die Firma, Sie sehen hier rotes, rot-weißes Kreuz aus der Schweiz. Die haben, wenn Sie damit malen, denken Sie erstmal, ist genauso wie Fingerfarbe. Ist von der Konsistenz her auch so, das ist eine Wasserfarbe. Aber die haben drei wunderbare Eigenschaften. Die eine ist, sie malen deckend. Das heißt, wenn jetzt ein kleines, zum Beispiel anfängt mit Blau, ne, und die lassen das einen kleinen Moment antrocknen und machen malen mit Gelb drüber, dann vermischt sich das nicht. Was ich in der Krippe durchaus von Vorteil finde. Nur weil das haben wir immer schwarz und blau und schwarz. Ne? Und Sie können davon ausgehen, je jünger die Kinder sind, umso mehr werden wir die wirklich essen erstmal. Ja. Ne? Also für die Kleinen ist der erste Malgrund immer der Körper. Und als zweites werden sie es essen. Die Erfahrung ist die, aus den Krippen, mit denen ich länger zusammenarbeite und die solche Arbeit machen, dass die sagen, die Kinder, die ausführlichst dieses erfahren durften, können wunderbar essen. Die können schon mit, ich übertreibe jetzt mal, ne, mit 2 Jahren Messer und Gabel essen, weil dieser Aspekt des Schmierens beim Essen dann nicht mehr so eine Bedeutung hat. Also von daher ist da so ein Grundbedürfnis auch abgedeckt. Und ich bitte Sie jetzt, wir machen das einfach mal wegen der Zeit, zähle ich einfach mal ab. 2, 4, 6. Die sind bitte eine Gruppe, bis Martina. 2, 4, 6, 7, die sind eine Gruppe. 2, 4, 6, 7, die sind auch eine Gruppe. Sie gehen bitte noch einmal hier. Sie bleiben mit hier. So, und Sie überlegen jetzt als Gruppe, welche Farben Sie jetzt brauchen, um die auf einen Untergrund drüben zu bringen. Das heißt, die Bitte ist einfach, dass Sie nicht jetzt jeder sich ein Grün nimmt, sondern Sie sagen, wir brauchen Grün, wir brauchen Blau und so weiter. Nehmen sich das hier mit Teller oder dieser Schüssel und kommen dann damit darunter. Ja? Also das heißt, wir mixen die Farbe jetzt hier. Ja. Das ist auch das Schokolade. Beim Essen dann nicht mehr. Also soll ich auch mal die Farbe aus, wie die Farbe aus, wenn sie essen gemacht hat. Also ich finde, wenn es einem nicht gut geht, dann sollte man das anrühren. Dann geht es dann wieder besser. Zur weißen Hose. Also kleine Blätter, Blümchen, Rummelchen, Farbeindrücke und
Man darf hinterher den Untergrund nicht mehr sehen. Okay. Können wir uns einigen, dass wir das Lebendige wollen und nicht so das Sterile? Wir wollen das Struppige. Nehmen Sie sich eins von den Werkzeugen und bringen Sie Ihre Farbeindrücke da drauf. Zwei Bedingungen, das Ziel ist ein bisschen und man soll nachher nicht den Untergrund nicht mehr sehen. Jetzt bringen Sie als Gruppe Ihre Farbeindrücke auf einen Untergrund. Und der Untergrund ist in diesem Fall eine Wellpappe. Und die Werkzeuge sind Besen, Heizungspinsel, Schwämme. Mit der Grundüberlegung, das auf die Arbeit mit Kindern zu übertragen. Und für die ganz Kleinen, unter Dreijährigen, ist das Malen immer in einer Einheit zu sehen mit Bewegung. Das heißt, man sollte sie nicht mit Dickistiften und einem DIN A4-Papier an einen Tisch setzen, sondern immer großformatig. Und mit Werkzeugen, die diese Bewegung fördern, wie zum Beispiel Kinderwesen. Wird natürlich nie genau das Gleiche. Nein, aber es wird echt Wahnsinn, wenn man das rechnet, was dabei rumkommen kann. Ne? Ja, weißt ne? du was? Echt. Und gut. Eine Kollegin, die mal so ein Seminar bei mir gemacht hat, die fand das mit den Kinderwesen so toll. Und dann hat die gesagt, oh, ich mache die Besen auch selber mit den Kindern. Dann hat die mit den Reisigbesen gemacht. Für die schönen Kinder. Ja. Ne? Und dann hat sie, wobei das gebunden hat sie natürlich. Ja, gemacht, ja, natürlich aber, nur der Hauptsache dabei gewesen. Ja, und reicht dann ja. Haben die mit dem Reisigbesen nachher diese Bilder gemacht. Das war auch total toll. Glückt. Richtig, das Fallnetz. So hätte irgendwie. Und das Kind würde drauf. Und wenn man dann am Tisch segelt. Gerne, dass Sie mit diesen Materialien, die Sie eben gesammelt haben, noch weiterarbeiten. Und zwar habe ich jetzt diese ganz einfache Bastelfolie, die man bei DM oder hier Platz oder wo auch immer kaufen kann. Besorgt, darf ich Ihnen die Beine in die Hand drücken? Die Beine auch, wenn ich das vormache. Sie nehmen jetzt pro Gruppe so eine Folie und rollen die auf den Tisch aus. Sagen wir mal so lang wie ein, so ein, vielleicht nicht ganz so lang, so bis hier ungefähr, ne? Also so auf diesen Tisch aus. Nehmen einen Pinsel und aus dem Eimer nehmen Sie sich Kleister. Dann schmieren Sie das schön mit Kleister ein. Dünn. Sie müssen es nicht dick machen, weil das tropft dann unten raus nachher. Also dünn ein. Schmieren und dann suchen Sie sich was von diesen Materialien, legen damit ein Bild und klappen dann den anderen Teil der Folie oben drüber, sodass hier oben sowas, so eine, sowas wie so ein Tunnel beim Gardinennähen bleibt. Und da können Sie dann die Pappe, die hier drin ist, durchschieben. Und dann gucken Sie mal, wie das aussieht. Wenn wir uns mal vorstellen, wie es wäre jetzt ein Krippenraum und hier hätten Sie natürlich, weil die Heizung da ist, oder einfach als Beispiel. Würde jetzt hier ein Regal stehen als Raumteiler. Dann könnte man auch das wunderbar da oben drüber aufhängen, um diese Raumlinie zu betonen, ne? Weil es transparent ist, aber gleichzeitig den Raum trennt. Ein kleiner technischer Hinweis, hier ist mit Sicherheit zu viel Kleister drin. Das heißt, wenn das trocknet, wird das jetzt runterlaufen. Das heißt, es läuft da raus. Am besten ist es, wenn Sie vielleicht das ruhig unten nochmal einmal umschlagen nach oben. Und ansonsten darauf achten, das braucht nicht so viel Kleister. Also weniger reicht. Wie lange hält sich sowas? Lange. Also das hält sich bestimmt 2 Monate. Also das wird dann zwar so ein bisschen gruselig, ne? Also bleibt nicht so glatt. Aber je weniger Kleister man da macht, umso glatter bleibt das. Schön. Und ich nehme das zu der Wellpappe. Was mir immer wichtig ist, wenn ich so arbeite, also wenn ich jetzt länger Zeit hätte, mit die zu arbeiten, ne? Dass wir auf der einen Seite die Sachen ausprobieren, so wie jetzt gerade. Ich finde, das hätten wir uns abkürzen können. Ich hätte das in 5 Minuten erzählt. Ja, und dann sagt, komm, wir können vor uns machen. Und wenn sie wieder nach Hause gehen und hätten wir dann, was Rufi nochmal erzählt, dann hat das schon vergessen. Also, immer der Aspekt, es selber zu machen und dann zu gucken, wie kann ich das, was da als eine Grundidee da ist, wie kann ich das aufgreifen, um das zu variieren? Ich sage mal ein Beispiel. Jetzt könnte man zum Beispiel unterschiedlichste Malgründe nehmen. Was würde Ihnen einfallen? Das ist jetzt Wellpappe. Das könnte ich sonst noch nehmen. Bettlaken, Holz. Eine Leinwand. Eine richtige Leinwand. Stoff. Fester Stoff, weicher Stoff, was auch immer. Plastikplane könnte man nehmen, wobei da diese Farbe nicht drauf hält.
Plakate von hinten. Die genau, also da würden Sie manchmal mit den Farbuntergründen variieren. Dann könnte man natürlich mit den Werkzeugen variieren. Mhm. Hier ist die Grundidee, je kleiner die Kinder, je größer die Formate. Und dass für die Kleinen immer die Verbindung besteht zwischen Bewegung und Malen. Ja, also die malen nicht so, sondern so. Und dafür dann immer was zu gucken, was für Werkzeuge verlängern dann auch den Arm und legen das an. Ja, und in diesem Sinne erzähle ich zum Schluss eine kleine Geschichte noch. Die können Sie für sich als Geschichte ja vielleicht mitnehmen. Nämlich genau von dieser Kollegin, die bei mir diese Fortbildung gemacht hat. Das ist jetzt bestimmt schon 10 Jahre her. Machte ich in Bad Bevensen, kennen Sie vielleicht auch in der Nähe von Lüneburg, so eine Fortbildungsstätte, so ein bisschen wie Orbeck oder auch hier Ludwig Hünthausers, machte ich eine Fortbildung zu diesem Thema. Und dann saß diese Kollegin in der Runde, setzte sich da so hin und sagte, ich arbeite seit 25 Jahren in der Krippe und ich wollte mal wissen, ob ich alles richtig gemacht habe und ob es was Neues gibt. So war ja eine klare Ansage, ne? worauf ich mich einlassen soll. Und dann habe ich so in dieser Form 3 Tage mit denen gearbeitet. Und ich glaube, die hat mich für komplett verrückt erklärt. Die hat bestimmt gedacht, die hat doch keine Ahnung von der Praxis. Das soll man mit Krippenkindern, das geht doch überhaupt gar nicht. Spätestens nach 10 Minuten ist die ganze Gruppe bunt. Und also, ich glaube, sie fand das ziemlich verrückt, weil sie, glaube ich, schwerpunktmäßig wilde Hummeln aus Fotokarton ausgeschnippelt haben bis dahin. oder blaue Wolken, wo Wattebäuschen drauf geklebt wurden. Auf jeden Fall hat sie aber die ganze Zeit wirklich mitgemacht und ganz viel mitgeschrieben. Und dann habe ich, als sie dann wegfuhr, habe ich gedacht, naja, die wird jetzt nicht nach Hause fahren, die wird sich freuen, dass sie die 3 Tage mal raus war aus der Gruppe und wird sagen, die hat keine Ahnung und ich mache jetzt weiter wie vorher. Auf jeden Fall, nach einem Jahr machte ich ein Aufbauseminar. Wer kommt durch die Tür? Sie. Und ich denke, oh nee. Warum kommt die denn jetzt nochmal? Ich fand das letzte Mal doch schon blöd. Und dann war sie aber so, sie war, also freute sich ganz doll auf mich zu sehen und sagte dann, Christel, ich muss es dir zeigen, ich muss es dir zeigen. Da hatte sie wirklich so einen Stapel Fotoalben mit. Und hatte bis zu dem Zeitpunkt, das war ein Jahr vergangen, ne, aber bis zu dem Zeitpunkt hatte sie bereits eine Ausstellung der Arbeiten ihrer Kinder im Rathaus von Wolfenbüttel gemacht, da kam sie nämlich her, hatte Texte dazu geschrieben, wo ich dann zu ihr gesagt habe, ich habe ehrlich gesagt gedacht, die Fachberaterin hätte die geschrieben. Dann sage ich, sag mal, wie hast du das denn gemacht und so, das habe ich aber nicht alles in 3 Tagen erzählt. Dann sagte sie, du wirst es nicht glauben, ich habe deine Literaturliste studiert und so viel wie in dem letzten Jahr habe ich, glaube ich, die letzten 10 Jahre nicht mehr gelesen. Das heißt, also, sie hatte wirklich ganz viel gelesen, sich damit auseinandergesetzt und irgendetwas muss in dieser Frau angerührt worden sein. Und dann sagt sie auch zu mir, ich bin zurückgefahren und habe gedacht, so, das willst du jetzt mal wissen, ob das stimmt, was die Verlieten da erzählt haben. Und die hat dann wirklich angefangen, ihre ganz normale Krippengruppe, die so aussah, Tische und Stühle, ein bisschen Duplosteine und Dicky-Buntstifte mit Computer-Endlospapier, die hat sie angefangen zu verändern, indem sie einen kleinen Bereich abgeteilt hat, in dem man so arbeiten konnte. Und ganz zum Schluss, als sie dann in Rente gegangen ist, hat sie mir ihre ganzen Fotos gegeben und hat gesagt, dir gebe ich sie, bei dir sind sie in guten Händen, zeig den anderen, wie man mit diesen Kindern arbeiten kann. Und sagte zu mir, wenn ich das gewusst hätte, dass man so mit diesen Kleinen arbeiten kann, ich hätte 25 Jahre meines Arbeitslebens anders erleben können. Toll. Und dazu würde ich Sie so gerne animieren, probieren Sie es aus. Es lohnt sich total, aber es macht Arbeit. Das kann ich leider nicht schön reden. Und ich glaube, das geht auch nur mit kleinen Gruppen von Kindern. Also ich glaube, 3 wären schon viel. Und da wären wir dann bei der Frage der Strukturen. Wie kriegen Sie das so hin, dass Sie in kleinen Gruppen und so weiter. In diesem Sinne habe ich Ihnen vielleicht ein bisschen Lust darauf gemacht, so zu arbeiten. Schönen Feierabend.